Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Minecraft Beyond. So, ich habe hier letztes Mal völlig fertig gebaut. Es hat eine Weile gedauert, bis ich vor allem dieses Dach drauf hatte. Bis es so ausgesehen hat, hat es eine Weile gedauert, dass ich auch damit zufrieden war. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann das über so ein Tool machen. Habe aber am Ende eigentlich das komplette Dach frei Hand gebaut. Und ja, die Türmchen auch. Und wie. Oh! Wo kommt denn der her? Heide, nein. Genau, und so sieht es jetzt aus. Und jetzt können wir uns an die Aufgabe. Ist da nichts anderes rausgefallen? An die Aufgabe für dieses Gebäude machen. Habe ich ja gesagt, ihr sollt euch überlegen, was da reinkommt. Wo kann ich denn das Zeug hinlegen? Kein Platz. Genau, das ist nämlich unser Problem. Wir haben keinen Platz. Und ich möchte da drüben ein ME reinhauen. Und darum kümmern wir uns jetzt auch. Ich mache mal gerade den dahin. Dann können wir hier nämlich auf die Kiste zugreifen. Und wir fangen an mit dem ME Drive. Was ich schon gemacht habe, ist Fluix Crystals. ME Drive, wo bist du hin? Hier. So, Ingenieur. Okay, dann braucht man doch den Inscriber noch. Pistons. Sticky Pistons und Fluix Crystal. Pistons haben wir irgendwo. Aber ich glaube Sticky nicht. Spruce Wood. Ich glaube am Spawn haben wir davon was. Ich glaube. Hier, Sticky Resin. Und Rubberwood. So, gut. So, dann sind wir hier. Können wir wieder die Enderperlen abernten. Also, wir waren beim Inscriber. Geht es nur mit Slime Balls? Oh Mensch. Oh. Habe ich überhaupt was zu essen dabei? Nee, gar nicht. Hier hinten gibt es nämlich ein. Dachte ich zumindest. Doch, da oben ist eine Schleiminsel. Dann könnten wir Glück haben, dass schon einiges runtergefallen ist. Dann kriegt man da ziemlich schnell Slime her. Sieht aber im Moment nicht so aus. Da ist ein, da sind sie. Jetzt fallt runter, komm. Kommt, ja, put, 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 put. Ups. Tut mir aber leid. Ich muss aufpassen, sonst bin ich gleich tot.
Hoffentlich kommt jetzt nichts von oben. Gut, sollte für den Moment reichen. Ja, auch schön da hinten. Vielleicht können wir da irgendwann auch noch was hinbauen. Ich hätte gern was zu essen. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Hat noch Zeit. Pistons. Quatsch, nicht das. Zwei Pistons. Dann brauchen wir das hier. Ne, nicht so. Und dann brauchen wir noch das hier. Genau. Das haben wir ja schon. Gut, haben wir einen Inscriber. Den pflanze ich jetzt einfach mal dahin. Und dann brauchen wir noch diese Pattern. Muss ich allerdings gucken, welche. Die Engineer. Engineer. Ein Block Aluminium und 4 Diamanten. Aluminium haben wir, glaube ich, auch ein bisschen was geschmolzen. Ja, halt hier. Logic Engineer. Nee, kein Aluminium. Das ist ja doof. Dann habe ich gerade mal einen Stack Aluminium da rein. Allerdings müssen wir hier das verändern. Nein. Disable. Und hier. Push. Dann haut er das da rein, dann passt es wieder. So. Okay, dann holen wir uns schnell was zu essen und dann geht's weiter. Was gibt's denn hier? Apfelzitre. Wobei ich immer noch nicht weiß, weshalb sie auf den Citre nicht den anderen Ton gelegt haben. So, jetzt sollten wir einiges an Aluminium haben. Und dann sind wir immer noch bei dieser Press. Eine brauchen wir davon. Die muss da rein. Können die da oben rein? Jo. Hä? Brauchen wir die überhaupt? So, warte, lass mich noch mal gucken. Hierfür brauchen wir Silikon, brauchen wir auch. Wo ist es hin? Silikon Press. Kein Silikon hier. Irgendwo hatte ich aber welches. Hier. Da. Dann können wir auch die dritte gleich machen. Kein Gold. Dann machen wir die nicht. So, und jetzt. Aha. Das war die Sache. Silicon Press, dann kommt da Silikon rein. Warum hat er keine Energie?
Haben wir hier keine Leitung hingezogen? Nehmen wir die dicken Gabel. So, jetzt hat er aber Energie. Okay. Diamanten haben wir. So, wir brauchen wir eigentlich gar nicht, glaube ich. Das würde eigentlich schon reichen. Dann haben wir hier zwar noch. Diamant geht natürlich nicht. Vier Stück. Und aus dem können wir dann eben nicht das nächste machen. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt richtig mache. Engineering Prozessor, genau, den brauchen wir. Gut. So, ein bisschen Glowstone. Und dann dieses, dieses und dieses. Jawohl. Engineering Prozessor. Genau den brauchen wir. Dann könnten wir eigentlich schon mal die Kabel machen. Certus Quarz Dust. Haben wir davon schon was? Jetzt habe ich wieder mein Inventar zugemüllt. Nee, das brauche ich doch. Ja, hier haben wir Quarzdust. Das können wir wegmachen, die Kabel brauchen wir nicht mehr. Disabled. Dann haben wir das hier rein. Dass wir unseren Dust kriegen. Weil Kabel brauchen wir ja auch einige. Und Quarzglas brauchen wir auch. Warum hat er jetzt sechs Quarz genommen? Was kommt denn da jetzt raus? Fuse Quarz. Das ist falsch. Vielleicht. Okay, da brauchen wir einfach Glas. Hier nehmen wir mal ein Stackchen raus. Gut, und dann brauchen wir noch die hier. Ja, machen wir einfach mal. Werden wir sowieso viele brauchen. So, die haben wir auch. Die sind nämlich fertig. Und dann können wir schon das... Iron. Rein da. So, wir haben ein ME-Drive und keinen Platz im Inventar, wie immer. Aluminium weg. Was kann man denn hier noch reinhauen? Kein Platz. Das ist immer schlimm. Okay, auf jeden Fall haben wir das ME-Drive. Jetzt brauchen wir noch eine Storage Cell. Kabel haben wir gemacht.
Kann man hier rein. Also, jetzt brauchen wir. Jetzt machen wir erst das Terminal. Beziehungsweise Crafting Terminal. Ich gehe mal hier rein. Das weg. Crafting Terminal. Ach, jetzt brauche ich. Guck, jetzt brauche ich den auch. Pyrozertus Quarz. Kann ich den nicht anders machen? Egal. Wie, warte mal, das ist reine Terminal. Gold, alles Dinge, die wir nicht haben. Habe ich denn die dritte Schablone hin? Oder habe ich die doch nicht gemacht? Ah, genau, die habe ich nicht gemacht, weil ich kein Gold dabei hatte. Ich habe keinen Platz im Inventar. Gibt's das denn? Die können wir auch wieder wegmachen. So, ein bisschen. Wo habe ich denn jetzt das hin? Ah, ich hatte kein Gold. Oh. Einen davon brauchen wir. Dann brauchen wir noch Aluminium. Oder ist es Silber? Nee. So, jetzt haben wir die auch. Die haben wir da rein. Und Gold dazu. Ja, hier können wir dann noch Geschwindigkeits-Accelerators reinmachen. Muss ich mal gucken. Hier, Acceleration Card. Dann geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Brauchen wir aber im Moment noch nicht. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Das hier brauchen wir. Drop a Certus Quartz Seed made from Certus Quartz Dust and Sand into a puddle of mortar. Certus Quartz Seed. Certus Quartz Seed. Quarz und Sand. Habe ich noch eins im Inventar? Das ist nur wieder die Frage, wir sind hier in der Wüste, wo kriege ich Sand her? Das ist unglaublich bei mir. So, Magnet aus. Das weg und den Sand. Okay, die sind schon mal zusammen. Das dauert jetzt. Nee, dauert eigentlich nicht, oder? Habe ich das richtig gemacht? Zertus Quarz Dust. Ach so, ich muss das im Inventar machen. Ja. Und jetzt müssen die hier rein. Und wachsen. Also wird es in dieser Folge auf jeden Fall nichts mehr, dass wir das alles fertig betreiben. Wo ist denn mein Terminal hin? Crafting Terminal. Calculation Prozessor können wir schon machen. Printed Calculation Circuit. Haben wir das? Nee, haben wir nicht. Ach so, verewigen dem, ja. Ja, das ist erklärbar. Crystal Fluix Seed. Fluix Dust haben wir nicht. Logic Prozessor haben wir gemacht. Aber die müssen, glaube ich, noch brennen, kann das sein? Nee, okay. Das, das und Redstone. Nee, Quatsch. Silikondinger brauche ich noch.
Okay, hier machen wir auf jeden Fall ein paar Cards rein. Dann geht es nächstes Mal ein bisschen schneller, wenn wir da noch was schaffen müssen. Und ich wollte jetzt. Oh Gott, ich habe alles verbraucht. Nein, hier ist noch. Sechzehn müsste eine gute Zahl sein. Hauen wir da rein. Und dann kommt da schon der Dust raus. Einen wollte ich noch haben, weil wir haben hier auch drei. Logic brauchen wir einige. Und wie immer, kein Platz. So, also nächste Folge werden wir uns um dieses Terminal kümmern und das hoffentlich auch in Betrieb nehmen können. Da müssen wir natürlich noch Strom rüberlegen und lauter solche Geschichten. Sind es die gleichen? Nee. Nee, da. Okay. Darum kümmern wir uns aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wir machen nächstes Mal beim ME weiter. Bis dahin, ciao.